Was steht diesen Sonntag an, liebe Leute? Ein riesengroßer Klassiker im Salzburger Land und zwar die Tour auf die große Bischofsmütze auf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Ah, schön ist da auf der Mütze herum. Ha. Ja, da hinten sehe ich mir jetzt schon das Ziel. Die Bischofsmützen, wir wollten ja schon fast die Steigeisen und den Bicke da lassen. Aber unten haben wir nach dem Donau gesehen, dass ein Schneeviertel da ist. Insofern gute Entscheidung, dass wir beides dabei haben. Jetzt machen wir da eine kurze Pause direkt bei der Hofbürgelhütte. Wenn du mich siehst, Richtung Hochkönig. Ja, und geschmeidig geht es da noch weiter. Da kommt die Familie Messner daher, von Benjamin Messner, dann kommt die Anna Messner und dann kommt der Max Messner. Und ich bin der Franz Messner. Von den Lungauer Querschläger. Ah nein, der heißt der Fritz Messner. Wurscht, ich bin der Franz Messner. Ist das nicht herrlich? Gewaltig herrlich. Kraxeln's auf wie die Schäfchen. Weil wir einen bösen Wolf noch. Einfach gewaltig. Jetzt sind wir herum beim Einstieg. Normalweg, Mützen mit den kleinen Punkten alles markiert. Dann ist der Zeitpunkt da, wo wir uns den Helm aufsetzen und rein in den Gurt. Herrlich! Herrlich, gell? Gewaltig. Einfach nur herrlich. Gewaltig. Die ganze Bagage hat sich heute zu einem umgezogen. Bewertet das einmal, schreibt es einmal ein in die Kommentare. Schaut das modisch eh tiptop aus. Kunterbunt zusammengehüpft. Kunterbunt. Passt gut, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier oben da beim Einstieg. Helm oben, 2130 Meter. Zustieg war Kaiserhager Geschichte, gell, fesch. Voll cool. Was sagst du, Bensch? Herrlich. Herrlich war es. Ist das nicht herrlich gewesen? Ja, herrlich, gewaltig, würde ich sagen. Schön kühl. Jetzt kommt zu nah ein bisschen außer. Jetzt geht es da weiter. Rein richtig. Ja. Hey, hallo. Oh. Oh. Jetzt sind wir in der steilen Zustiegsrinne. Die gehört nicht original zur Tour dazu. Aber bislang ins Frühjahr bzw. im Frühsommer hält sich das Schneeviertel. Und dann sparst du den ersten und zweiten Vorbau. Vorteil ist, ist halt schneller. Nachteil,
Ja, Nachteil ist keiner, aber das Gefahrenpotenzial ist halt höher. Da ist halt kein Ausrutschen der Leute. Geht nämlich sonst dahin. Aber mir scheint, die Schlüsselstelle ist heute schon frei. Kommt gerade sein, dass das echt. Schaut so aus, ja. Okay. Weißt du, es ist gut, ob ich da schnell. Die Gewinn schon. Nein, das ist dir überhaupt nicht so angenehm. Sehr gut. Coole Sache. Schwierig, ihr. Ja, für Blade Stadinger ist kein Platz da. Steht schon einer herum. SPG Hotboys müssen draußen sein. Achso, dann geh ich wieder, was? Ja, richtig ja. Cool. Hey. Erste Mal Steigeisen. Eh nicht einmal so schlecht. Ja, super. Oder wie wir sagen in unserer Gruppe, herrlich. Ich gewollt. Jetzt hab ich noch von Schnee aufgekaut. Kein Problem. Oh, da hinten ist gerade was halb. Echt? Ja. Okay, ich geh nicht weiter zurück. Komm rüber. Ich freue mich auch schon, dass das der Stand ist, offensichtlich. Nein, ja, da oben ist der Stand. Ah, das? Ja. Genau. Also, eigentlich da ist die Viererstelle, das ist die Schlüsselstelle. Also, die ist leider doch im Schnee. Die ist im Schnee. Okay. Und da ist der erste Stand dann. Das schaut ja auch wild aus. Ja. Kaiserjäger-Geschichte. Muss mal gucken. Aufzeichnen. Perfekt. Super. Man hat es nicht leicht. Nein, ich nicht. Man muss den nochmal aufmachen. Dann, ne? Weil? Ja, weil du musst das Seil nehmen, nicht da, sonst musst du so. Alles durchziehen. So, los geht's. Eigentlich. Geht's? Reile. Los geht's los. Das ist jetzt eh gleich einmal interessant, sag ich mal. Soll ich da was einhängen? Ich soll was rein, ja. Und da oben, aber da tue ich jetzt einfach auch normale Echsen ja, hängen, genau, oder? Ja, genau, einfach eine Echse und dann geht's weiter. Okay. Ja. Du hast links und die Schuhe sind jetzt noch ein bisschen Moos. Moos, ja. Und rechts jetzt noch vom Boden. Du kannst links und die Schuhe spreizen. Sehr gut. Nos. Aber da ist jetzt noch ein wesentlich einfacher. Aber das ist schon ein wenig angeschmiert, gell? Ja, voll. Aber es wird nachher besser. Stand! Was kannst du nachkommen? Passt, gib mir.
Super. Kann ich gleich weiter, gell? Schon, gell? Da gehört schon Stil dazu. Schatzl? Ja? Wenn das Seil gespannt ist, kommst du mir nach. Weil ich gehe um über das Schneeviertel. Sag ich Max, er soll es dann genau gleich machen mit dem Bench. Seil aus, passt, dann kannst du nachkommen. Jawohl. Gehen wir ein paar Meter am Laufenden. Ja. Wo bist du aus? Da her einfach. Da steigst du raus. Also jetzt schau aus, oder? Ja, da. Jetzt sehe ich es aus. Jetzt ist gerade schauen, ob meine Kamera läuft. Ja, ja. Läuft. Aus Lunds. Filmst du mich du von Lunds unten auf? Ich. Kann ich gerne machen. Warte, ich schalte das ein. Wir müssen jetzt nachher wieder aufschauen, gell? So ist es. Ja. Ja, genau. Ich suche es mir nicht gut zurück. Jetzt werden wir noch mal hauen. Schwer, oder? Ah, da ist er. Das ist ja mir zu so einer Schlüsselseilung, Max. Mal ein Dreier, das ist da auf ein bisschen deppert, dann nachher ist er so ein Platten auch noch. Verroll die! Die scheiß Fluren, gell? Warte, die gehen mich so. Gib mir eine Mühe! Herrlich! Herrlich gewaltig! Achtung, Kieselsteinbruch! Ja, da ist so viel Schotter! Achtung, Stein! Thank you.
Ja, tut mir leid. Feststand. Alpina. Alpine Babe. Aber ich hab gerade zu Max gesagt, da merkt man jetzt schon, wenn ich denke, wie saudeppert, was ich mir. Ganz steil. Ja, hab ich schon. So, jetzt ist nein, das kann man so nicht sagen. Halt, naja. Scheiße, kleines Problem. Muss ich doch schnell. Ja, ich muss leider durch den Schnee, das ist leider unter dem Schnee, wo es da weitergeht. Oh, Scheiße. Fuck. Scheiße, erst richtig verschissen. Also ich hab da jetzt einmal einen Stand mit dem Abseilring. Oh yeah! Ja, voll geil, wo ich bin. Hallo! Weil da weiß der, wo ich bin, auf so einen kleinen Zipfel oben. Wir sind! Schau mal! Das geht sich aber knapp aus mit dem Rucksack. Ja. Ah ja. Er ist fast nicht ausgesetzt, hä? Da war eine Sicherung auch nicht. Aha. Ah, hallo. Scheißdreck. Stand.
Das ist so geil, gell? So, merci. Gut gemacht. Tschö. Guten Anstieg noch, gell? Ja, danke. Ja, ich greife jetzt links, damit es für dich vom Sichern her besser ist. Und nachher gehe ich wieder rechts um. Muss das fix haben. Ein bisschen warm, ein bisschen rot. Wurscht. Das Video endet ziemlich abrupt. Hintergrund ist folgender: Wir haben uns beim Abstieg voll auf uns konzentrieren müssen. Es waren auch ein paar andere Seilschaften auf dem Weg rauf und wir haben uns darauf konzentriert, den Steinschlag auf ein Mindestmaß reduzieren zu können. Das ist auch die große Gefahr auf der großen Bischofsmütze über den Normalweg auf. Sie ist allgemein als extrem brüchig bekannt. 2019 ist zum Beispiel einmal eine große Sprengung erfolgt, wo eben der Normalweg ausgeputzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, es passieren jedes Jahr zig Unfälle und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass man eben da Steine abtritt. Wer am Abstieg interessiert ist, ich habe schon einmal ein Video zur Bischofsmütze veröffentlicht. Ich verlinke euch das unten, beziehungsweise wenn das Video zu Ende ist, könnt ihr auch einfach drauf klicken. Es ist direkt verlinkt. Schaut euch das Video auch noch einmal an. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Tour mit dem Max, mit dem Dench und mit der Anna und mir sehr gut gefallen hat. Wenn das der Fall war, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, unbedingt hier seinen Kanal kostenlos abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Ich verbleibe mit dem klassischen Abschiedsgruß von Alpine Momente. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, bergheil, bleibt's geil, ciao.